Lag in der Vergangenheit. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Das kennen wir noch aus Ori and the Blind Forest. Damit kann man Shift drücken und dann frei umher schweben und gleiten. Und ja!
wieder schön. Diese Feder bringen wir jetzt Kuh, damit sie fliegen kann. Was? Nein! Oh! Ey, wie cool ist das denn? Steuert die Eule gemeinsam neue Flügel? Oh, ist das cool. Und auf geht's. Landet. Tintenmoor. Ja.
Und da ist er, der Red Panda. Und wir haben auch schon eine Lebenskugel gefunden. Ich glaube, an dieser Stelle, das Spiel geht los. Herzlich willkommen bei Ori and the Will of the Wisps. Kleines Geisterlichtgefäß. Geisterlicher kann man einsammeln und bei freundlichen Kreaturen eintauschen. Ja. Mein Name ist Flavo, ich begrüße euch wieder in meinem Geisterwald und wir spielen ganz entspannt Ori and the Will of the Wisps. Eine völlig neue Spielerfahrung für den Red Panda. Um es gleich vorwegzunehmen, das Spiel habe ich separat aufgezeichnet und werde es jetzt liebevoll kommentieren, weil nämlich OBS irgendwie keinen Bock hat, das Spiel zusammen mit Facebook aufzuzeichnen. Da googelt es im letzten Mal, das ist sehr nervig. Aber ich glaube, das bringen wir so ganz gut hin. Au! Oh, das kam jetzt unerwartet. Aber Ori ist es ja gewohnt. Überraschungen. Naja, das ist schon gerade für Ori bereit hält. Ich habe kein Gameplay dazu gesehen. Ich weiß nicht, was über die Story des zweiten Teils von Ori. Also bin ich hier genauso. Werde ich hier genauso überrascht wie hier. Aber die Gameplay ist anscheinend die gleiche geblieben. Also zumindest was jetzt das Vergleich durch Plattformen so angeht. Und das sieht aus, wie wenn da jemand wohnen würde. Ein Wegweiser. Also müssen wir da mal weiter durch runter gehen. Wir haben noch keine Waffe, wir haben noch keine Skills. Aber es gibt Feuer. Und gut. Unterwegs, um die Fackel aufzunehmen. Ah, und siehe da, wir haben eine Waffe. Oder eine potenzielle Waffe. Ich denke mal, es ist als Waffe einsetzbar. Ist auch unten in den Skill-Anzeigen. Ein Geisterlicht. Geisterlicher können. Ja gut, das war wissen wir schon. Und wir haben unseren ersten Gegner getötet und wir haben eine Energiekugel bekommen. Die dazu dient, Oris Energie wieder herzustellen. Und ich sehe da oben rechts die Anzeige 106 Energiekugeln. Die werden, jetzt sind es 112, die werden in diesem Spiel zukünftig wie so eine Art Währung, als Währung fungieren. Um, wie gesagt, vorhin schon erklärt, bei freundlichen Kreaturen, die einzutauschen gegen, ja, dann sehen. Kommen wir da durch? Nee. Also es gibt anscheinend auch hier Barrieren, die wir zerstören können. Barrieren, die wir nicht zerstören können. Also wir gehen einfach nicht, an dieses blaue leuchtende Ding zu kommen. Da brauchen wir wahrscheinlich was anderes. Aber die altbekannten Stacheln sind wieder da und Dornen. Wenn sie auch ein bisschen anders aussehen, weil sie der Tint Moor. Und wir treffen auf einen. Oh, was bist du denn? Hoffentlich kein Moki. Kommst nicht mal aus Niveen, was? Ich bin durchs ganze Land gereist und habe deinesgleichen noch nie irgendwo gesehen. Bist du vielleicht jenseits des Wassers gekommen? Nun, was auch immer du bist, ich bin Tok, ein Wanderer in diesen Landen. Den guten Teilen zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm. Aber wenn du noch weiter möchtest, wirst du durch das Geister. Oh, er redet ein bisschen schnell. Dafür brauchst du solche Schlüsselsteine wie diesen hier. Ja, um dort nach dem Stein zu suchen, muss man aber etwas tun. Gut, wir haben eine Quest und das ist auch neu bei Ori 2, dass das als Quest eingeblendet wird. Und unsere erste Quest, offizielle Quest, ist das Suchen von Schlüsselstein. Übrigens gibt es hier keine Möglichkeit, manuell zu speichern, wie man das bei Ori 1 mit den Energiekugeln gemacht hat, sondern das Spiel speichert automatisch, was sehr praktisch ist. Das ist zu sehen an dem aufleuchtenden Auge auf der linken Seite. Wir können sie jetzt einfach weg.
und auch schneller diese weißen bzw. blauen Energiekugeln und grüne Lebenskugeln von Gegnern. Natürlich auch hier Lebensenergie. Na, da hat sich auch ein bisschen. Oh, 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 da kann ich nachnehmen. Sieht da aus. Das war ein erster Mini-Boss-Fight. Das kenne ich auch aus Borry 1, wenn man so Mini-Boss-Fights macht, dann öffnet sich mein Tor. Aber wenn wir jetzt hier durch, mir durchs Wasser und schon ist unser Feuer aus. Oh, blaues Moos, da kann man hochklettern. Daran. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch sehr nützlich. Und apropos gut aussehen, natürlich sieht hier wieder mal alles so schön aus. Borry ist, ein Kunstwerk, das ist ein Gemälde. Also wirklich Wahnsinn, wie auch Borry leuchtet wieder. Ach, das ist herrlich. Genau, herrlich. Aber jetzt haben wir momentan keine Waffe, das heißt, wir müssen irgendwann ausweichen. Kommen wir da an diese Energiesplitter auf der linken Seite oder was das ist. Kommen wir da schon dran? Ich glaube nicht. Also gehen wir erstmal den anderen Weg weiter. Hier scheint es übrigens sehr feucht zu sein, dieses blaue Moos und dann diese Pilze. Sieht schon ziemlich nice aus. Und wir haben einen Schlüsselstein. Die braucht man, um Geistertore zu öffnen. Und ja, jedes Geistertor kann unterschiedlich viele Schlüsselsteine benötigen. Was hier jetzt auch toll ist, wir können jetzt auch schön da ins Wasser reinplanschen, weil das Wasser ist sauber. Also Borry ist nicht generell gegen Wasser allergisch, sondern nur, es war eben nur, wenn das Wasser vergiftet ist. Oder so. So, und wir gucken mal auf die Karte. Die Karte werden wir übrigens in diesem ganzen Gameplay noch sehr viel öfters gucken, weil ich einen sehr, sehr schlechten Orientierungssinn habe. Ich muss immer wieder gucken, wo muss man eigentlich hin und in welche Richtung. Das kann vielleicht ein bisschen nervig sein auf Dauer, aber es ist nervig, ob man einfach nur weiß, wo man hin muss. Nein, ich glaube, wir müssen den Weg gehen. An diesen Energiesplitter oder was das ist, wenn wir jetzt noch nicht dran lang, wenn wir nicht hoch genug springen können oder andere Skills brauchen. Also, gehen wir an dieses tolle Moos vorbei an den Gegner, den wir nicht hitten können, weil wir keine Waffe haben. So, jetzt da unten weiter oder auf der rechten Seite. Speicherpunkt. Ist immer beruhigend, wenn man sieht, es ist gespeichert worden. Und hier sind wieder bei Tok. Ah, du bist zurück. Er spricht bei einem Schlüsselstein. Ich übersetze mal nicht, sondern ich mache lauter. Und wir haben von Tok den fehlenden Schlüssel bekommen. Also mit einem haben wir schon eingesammelt, einen haben wir bekommen. Das ist übrigens, oh, wir können nochmal. Oh, halte die Augen offen im Sumpf, ja. Das ist übrigens auch neu bei Borry 2. Wir begegnen hier nicht nur bösen Gegnern, die uns töten wollen, sondern auch so guten, wie jetzt zum Beispiel hier den Tok. Und der erteilt uns dann Aufgaben, also Queste, und die müssen wir erfüllen. Das ist, ja, das ist sehr gut. So, kommen wir da hoch. Hoch, Borry. Auf, das packst du. Einfach drüber springen. Oh, oh, was ist denn da im Hintergrund los? Übrigens, das erinnert mich, ich hatte bei Auge bei dem, bei diesem Tier da im Hintergrund. Und bei diesen Mokis oder wie sie heißen, tatsächlich so diese, ein bisschen diese Avatar-Feelings. Das erinnert mich alles ein bisschen an die Wesen von Avatar. So, dann mal rein in die Olga. Rein mit dem Schlüsselstein. Und
weiter geht's. Wir sind ja erst am Anfang unseres Abenteuers. Ich schätze mal, unser Hauptziel wird es sein, Kuh zu finden und wieder nach Hause zurückzukehren. Aber ich schätze, in diesem Gebiet, in Tiefmoor und so weiter, wird es allerhand andere Überraschungen und Queste zu erfüllen geben. Na, komm mal durch. Und. Ori, lauf! 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 Etwas wie ein noch ein Mini-Boss-Fight, aber der war nicht anscheinend war nicht ganz besiegt, der ist nur abgehauen. Den sehen wir bestimmt noch wieder. Und jetzt brennt hier alles. Können wir uns wieder das Feuer holen, damit wir eine Waffe haben? Nee. Holz bauen. Ach du Schreck. Das ist eine Wirbelsäule. Das sind alles Knochen. Müsste wohl eher Knochenhöhle heißen. Was wird uns da wohl erwarten? Wurde ja gesagt, Ori 2 soll einfacher sein wie Ori 1. Werden jetzt mal sehen. Ne? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es gibt noch wieder eine Zwischenszene. Es ist das so ein Fähigkeitenbaum? Wie wir ihn aus Ori 1 kennen. Na? Ori, trau dich, geh hin. Na? Altes Licht erwachte. Nahrung. Das bedeutet, wir haben eine neue Fähigkeit erlernt und das ist die Geisterklinge, eine Waffe. Nutze jetzt das Licht, wir wollen es sehen. Oh ja, und dann nutzen wir dann auch. Gucken wir. Und das ist jetzt auch neu. Wir können unsere Fähigkeiten entsprechenden Tasten zuordnen. Und zwar Tasten, wo wir gerne hätten. Also ich habe das gemacht. Und hier gerade können wir jetzt auch Barrieren kaputt machen, Gegner töten und ihre Lebensenergie aufsaugen. Und ja, ziemlich cool, würde ich sagen. Aber anscheinend storymäßig gibt es eine Verbindung zwischen diesem Gebiet hier und dem anderen, wo Ori und ihre Familie herkommt. Ja, wir zeigen das jetzt mal als Familie, eine so eine Fischberg-Familie, ja. Nahrung und Geld. Erinnert mich ein bisschen an
Mike Lutzkowski von der Monster AG. Und, was soll ich jetzt sagen? Achso, ja. Und, hier scheint aber das in dem, wo wir herkommen, und zwar in Anführungszeichen Heimat, um ganz unbedingt zu sein. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln jetzt zu. Und auch in den Fähigkeiten ist es so. Wir haben jetzt hier nämlich keinen Fähigkeitenbaum mehr, wo einfach alle Fähigkeiten dann da sind, sondern wir müssen die, oder wir können die uns je nach Leben zuordnen und einsetzen. Und ich glaube, nur wenn sie eingesetzt sind, wir können drei Fähigkeiten gleichzeitig nutzen, ja, kann man sie auch nutzen. Ja, das wird bestimmt nochmal richtig spannend. Es gibt da eine Zwischenszene. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Nibelheim verschwunden, weg. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher, den Großen. Groß und musig. Gehe zum Wächter des Sumpflands. Quollok wird dir helfen, den Weg zu finden. Ha. Und wir haben eine neue Queste. Nämlich den Quollok finden. Wächter des Sumpflands. Neue Queste. Suche Quollok. Ich schiebe mich mal ein bisschen auf die Seite noch. Aber das heißt auf die Seite ein bisschen mehr so. Damit man hier auf der Seite hoffentlich die Achievements, die dann Steam hier anzeigt, auch sehen kann. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen wurde, aber. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das überhaupt suchen kann. So, Ori kämpft sich hier weiter durch. Die Geisterklinge funktioniert sehr gut. Aber wir brauchen wieder Schlüsselsteine, um da reinzukommen, da durchzukommen. Und da wir ja bei Ori sind, einem sehr anspruchsvollen Jump-and-Run-Spiel, glaube ich, dass es um knifflige Ecken und Kanten gibt, wo wir hoch müssen und hin müssen, um irgendwas zu erreichen. Das klingt ja sehr geistreich, ne? Für einen Red Panda. So, 14% haben wir. Ich denke, das Spiel wird genauso funktionieren wie der Vorgänger. Arme für Beine nicht machen, dass man hier auch bis zu 100% sammelt. Und ich denke, dazu zählen jetzt auch nur die 100% zu bekommen. Die Questen bzw. die Nebenquesten. Es ist jetzt halt fraglich, welche Questen man unbedingt schaffen muss, damit man überhaupt weiterkommt in der Story. Ich denke mal, die Hauptquesten muss man auf jeden Fall schaffen. Und es gibt ja auch Nebenquesten, die optional sind, aber das werden wir gleich sehen. Das ist ein bisschen nicht mehr mit der Maus zu kämpfen, sondern mit den Tasten. Ich glaube, man kann auch auf Maustasten die Attacken und so weiter umstellen, aber das ist so irgendwie einfach. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Nibelheim, es verbindet, es heilt. Ah, die Geisterportale, wo wir uns heilen und auch abspeichern können. Und ich schätze dann auch später dann auch teleportieren können. Da immer alles schön abklappern, ob es vielleicht irgendwelche Secrets gibt oder Verstecke, wo sich irgendwas versteckt. Versteckt. Ha. So, und da geht's weiter. Wir stoppen über Stein. Aha, und wir haben wieder ein Rätsel. Und ich glaube, diesen Felsen kann man bewegen. Okay. Oder? Ist noch was zum Einsammeln, kommen wir da schon hin. Ach, ein Laserstrahl. Ach, wie gut. Es wird wieder sehr freundlich. Sehr freundliche Gegend, wo uns alles töten will und rösten will und zerschmecken will. Sehen wir mal hierher.
verschiedene Brücken. Hoch. Feinde, sondern auch so die Umgebung ein bisschen beeinflusst. Also wir können ja Barrieren damit kaputt machen und wir können aber auch da Gras und so abmähen. Das fliegt dann da so durch die Luft, wie wir das richtig gesehen haben. So, und jetzt mutig nach unten. Ja, oh, da. Aha, da hat sich was versteckt. Busche von 401, Geisterlichter. Wir sind reich, Leute. Und hier... ist das ein neuer Baum? Ach, wie cool! Yes. Doppelsprung. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke Space, um zu springen, und dann nochmal Space, also den Doppelsprung. Jetzt kommen wir dann auch an Stellen ran, an die wir vorher nicht rankommen sind, wie zum Beispiel an diese Stelle. Und das war wieder schönes Klebrig. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Also wir sammeln praktisch unsere Fähigkeiten jetzt ein und müssen nicht mehr einen Fähigkeitenbaum aufrufen, sondern das hier und fügen die Fähigkeiten uns dann selbst hinzu, die wir brauchen. Wie gesagt, wir können anscheinend nur drei auf einmal gleichzeitig nutzen. Und diese Klebrig-Fähigkeit, die ist wirklich sehr nützlich, weil dann rutscht man nicht runter und muss ständig irgendwie die Pfeil- und Space-Taste drücken. Das ist ja für Ori kein Problem. Wir haben ja die Geister gegeben. Die aber nichts gegen die Dornen nutzen. Ne? Da springen wir gekonnt drüber. Ja. Das ist ja richtig gut. Die ganze Spielphysik vor allem. Schaut euch mal die Pilze und das Gras bewegt sich, als wenn wir durchrennen, das Holz und die Brücken. Und auch da, das bewegt sich alles und gibt nach, wenn man da drüber läuft, das ist schon, da guckt zum Beispiel, das sind so die ganzen Kleinigkeiten, die aber im Spiel richtig, ja, wo dann das richtig Spaß macht. Ja, liebe zum Detail, ja. Wie ein gutes Essen, wo man merkt, aber da hat er keine gute Fähigkeit bekommen. So, ich schätze mal, da muss ein Schalter umgelegt werden. Das will ich jetzt auch tun. Ah, und dann fährt der Fahrstuhl nach unten. Mit dem Felsbrocken, den wir, denke ich mal, für den Laserstahl brauchen, um den zu blockieren oder so. Ach, die Zerfinsterung geht nach, wenn man das immer schon lässt. Ach, boah, ihr müsstet dich immer streiten. Jetzt hast du ein Lebensproblem, wenn du auch gleich wieder zurückgekommen bist. Aber wie gesagt, die Geisterlichter kommen hier. Das ist so eine Art. Ja. Ich habe ja immer so ein Talent, direkt ins Laser reinzuspringen. Aber zack. Das ist gut gegangen. Wir haben einen Schlüsselstein. Und es wird wieder automatisch gespeichert. Das ist jetzt noch. Ja, das ist jetzt auch recht okay. Aber wenn dann die Stellen wirklich nervig und schwierig werden, dann kann das sehr nützlich sein, dass gespeichert wird, sofern die Speicherpunkte in Anführungszeichen fair sind. Ne? Was übrigens auch neu ist, das werde ich jetzt hier nicht zeigen, das ist hier ja das Spiel zeigen, aber was auch neu ist, ist,
dass man diese einzelnen Speicherpunkte dann später im Menü nochmal einzeln anwählen kann. Das heißt, wenn man es jetzt wirklich total, wenn man total in die Hose geht, man kommt wirklich nicht mehr weiter und braucht einen früheren Speicherpunkt, dann kann man einfach das Spiel beim anderen Zeitpunkt, Zeitstempel nochmal starten. Man muss nicht den Speicherstand irgendwie kopieren oder irgendwie so. Das ist richtig praktisch. Mehr. Autsch! Ich musste immer in die Donnen rein. Hey, was machst du? Das war jetzt völlig unnötig, ne? Aber noch können wir uns das leisten. Schön im Wasser versteckt. Ich frage mich, hätte ich den Gegner leben lassen sollen, macht er dann diese Kugel dann kaputt? Wir brauchen noch einen Schlüsselstein. Ich glaube, da oben ist noch einer, sonst würde diese Plattform da nicht so runterhängen. Die lädt ja praktisch dazu ein, da hochzukommen. Und jetzt haben wir einen Doppelsprung. Dann dürfte das ja kein Problem sein. Und wir haben noch die Fähigkeit klebrig. Und das ist nämlich auch gut, weil dann entspannt bei so kleinen Plattformen gleich runter. Ja, das ist der zweite Schlüsselstein gewesen. Und dann geht's weiter. Die Achievements werden immer eingeblendet von Steam oder die Achievement-Meldungen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's. Da hat die Barriere, könnte man doch kaputt machen. Das ist die Frage: Gehen wir da weiter oder gehen wir auf der anderen Seite weiter? Wo der Gegner hockt. Vielleicht gibt es da oben noch irgendwas. Warum rennst du immer auf den Gegner rein, mach ich da gleich platt. Ja, da muss man sich an diese neue Steuerung, die neue Technik, muss man sich erstmal wieder ein bisschen gewöhnen. Gut, sie ist nicht ganz so neu, aber also es ist nicht ganz so unterschiedlich zum ersten Korridor. Aber so, aha, noch oben rum, aber ich glaube, wir haben lediglich eine Abkürzung erschaffen. Wenn hier auf der Seite rechts, da ist eine Barriere. Ja, da ist vielleicht noch was zu holen. Ja. Ich glaube, dieses Wasser, das sieht nicht sauber aus. Das heißt, da können wir nicht rein. Ich frage mich, ob es dann hier auch so etwas gibt, wie man ihn so bauen. Eine Queste, wo wir machen müssen, damit das Wasser sauber wird, damit man noch das Wasser schwimmen kann. Es gibt ja auch Wasserstellen, die sauber sind, wo wir durchschwimmen können. Aber auch, weil Speicherpunkt bedeutet, dass wir auf der Weg und wir haben schon 520 Geister nicht da. Dann erzittere. Ich klinge nicht sehr überzeugend. Ich weiß, ich bin nicht sehr mutig. Aber eine Trophäe mit dem Schädel von Hole. Ja, das wär's doch. Ich habe Hole Boss nicht aufgenommen. Oh, etwas mutiger. Wir haben eine Nebenquest, nämlich den Schädel von Hole dem Moki zu bringen. Oder der Moki zu bringen. Und das ist jetzt, glaube ich, das Neue. Ich glaube, das sind Nebenquests, die sind optional. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir diese Nebenquests erfüllen. Dann gehen wir nur
sicher, ob es wirklich storytechnisch weitergeht. Nicht storytechnisch, aber ob es irgendwas dafür gibt. So ein erloschener Ofen. Ja, ich glaube, wir müssen an dieses Seil da rankommen. Da müssen wir erst auf die Seite und dann rüberspringen. Und das ist nicht sehr einfach. Ori, wo ist denn jetzt hin? Auf die Karte gucken, ob wir wirklich da in die Richtung müssen. Ja. Aber wie gesagt, besser einmal mehr auf die Karte geguckt, wie sich verlaufen. Weil wir werden uns noch sehr oft verlaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob wie sehr ich im Nachgang die Videos schneiden werde. Wenn es vielleicht wirklich Stellen gibt, wo man nicht weiterkommt. Ja, mal gucken. Nein. Es wird eben, ich glaube, die Nebenquests werden nicht auf der Karte angezeigt. Kann das sein? Probieren wir nochmal hier in die Richtung zu gehen. Wir wissen ja auch gar nicht, wo sollen wir denn hingehen, wo der Schädel von Hoel ist. Hm? Da können die ja auch überall sein. Das heißt, man kann überall ausprobieren. Kann man irgendwas kaputt schlagen? Gibt es irgendwelche Geheimstellen, wo man rein kann, wo versteckt, wo vielleicht ein bisschen verdeckt sind, so Geheimgänge? Ah, an diesem interessanten Moos kann man wieder entlang klettern. Ja, das ist doch. Das ist doch hier. Ich bin gespannt, was wir später für Geister wieder alles eintauschen können oder ja, kaufen können. Vielleicht wahrscheinlich dann wieder stärker werden. Ich glaube, nur noch mal was ist das? Das ist die Haut von Alice im Wunderland, wo immer ein Wasserpfeil geraucht hat. Sind die nochmal? Souverän weggeklatscht. So, ist da noch irgendwas? Müssen wir da hin? Weil nur weil da Gegner sind, dieses. Ah, eine grüne Zelle. Gelle. Die schnappen wir uns doch. Fragment an Lebenszelle. Wunderbar. So, aber das sind immer noch nur drei Lebenszellen. Was war das jetzt für ein Unterschied zu den anderen Lebenszellen? Oder muss man die erst auffüllen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber wir werden sehen. Wir haben immerhin 30% vom Tintenmoor erreicht. Ich frage mich, wie groß und komplex das Spiel ist. Ich habe mit einem halben Ohr gehört, es soll wirklich größer sein wie Ori 1. Und ich fand Ori 1 die... Ah! Autsch! Ins giftige Wasser rein. Ah! Das ist übel. Aha, okay, hier war der Speicherpunkt. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich fand schon die Last of Ori 1. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, boah, das war zu wenig. Gut, weil es so ein wunderschönes Spiel ist, da kann man gar nicht genug von bekommen. Aber Ori and the Will of the Wisps soll größer sein. Dafür einfacher. Dann wäre es eben. Ah, ja, diese Kleben. Au! Diese Klebenfunktion kann auch Nachteile haben. Wenn sich Ori dann einfach so festhält und festkleben bleibt. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Ja, immer schön reinrennen, damit man Schaden bekommt, bevor man sie erledigt. Ohne Lebensenergie. Sonst. Weil, erkennt mich ja, ich springe ja mit Vorliebe in Dornen ein. Auch noch. So. Ja, aber kann ich durch.
den Speichern runter. Also da an der Stelle hätte ich jetzt auch gespeichert, wenn man manuell speichern müsste. Weil ganz anders mal ist doch mal machen. Wäre jetzt nicht so nice. Speichern, das ist auch mal ein gutes Zeichen, das bedeutet, dass man auf dem richtigen Weg ist. Guck mal. Aber wir sind hier irgendwie nur im Kreis gelaufen. Es gab jetzt eigentlich nichts Wichtiges mehr einzusammeln. Jetzt müssen wir hier oben weiter. Aber was heißt weiter? Wir waren ja schon mal an der Stelle. Hier ist wieder Moki. Für den wir eine Nebenquest erfüllen sollen. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Also man verursacht mehr Schaden und man erleidet aber dann auch mehr Schaden. Welchen Sinn macht denn das eigentlich? Oh. Verstehe ich nicht. Wer will denn mehr Schaden selber erleiden? Oder habe ich da was falsch verstanden? Gucken, ob es da noch was gibt. Ah, nehmen wir uns schon die Plattform erreichen. Mit Anlauf und Doppelsprung. Wahrscheinlich ist da oben gar nichts und wir ärgern uns hier umsonst ab. Weiter. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Nebenquests aussieht. Ob die Stellen für die Nebenquests in der Nähe von den Auftraggebern ist oder ob die dann wirklich willkürlich verteilt sind. Und da immer diese Sonnenstrahlen an, wo da so durchs Wolkendach des Waldes da so runtergestrahlt. Ja, natürlich, was geht auf uns. Aber. Da ist so, jetzt noch die Seite, denke ich mal. Ah, das Seil verfehlt. Ich denke, das Seil hängt da nämlich nicht umsonst. Das hängt da nicht umsonst, liebe Leute. Also, nicht wieder auf die Karte gucken. Doch, ja. Dann versuchen wir mal auf der Seite. Na, das ist nichts. Nein, ich glaube, das ist der einzige Weg. Dass es rechts weitergeht. Yes! Man kann auch schön hochklettern. Das ist total cute. Ja, es war ein Speicherpunkt. Ich denke, wir sind auf der richtigen Fährte. Und wir müssen hier Dornen ausweichen. Aber wenn ihr jetzt da in der Bewegung seht, da unten, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist nur mein Tail, ja. Mein buschiger Schwanztail. Und wir haben hier wohl jede Menge Dornen. Die bewachen was. Fangzahn von Paul. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Der Tab von Moki. Ja, wunderbar. Das war ja schon unsere erste Nebenquest. Und jetzt ja nicht in die Dornen fallen, weil wir wollen ja Moki den Fangzahn wiederbringen. Das wäre sehr schön. Ach, sag nur, au! Sag bloß, wir haben jetzt das geschafft, ohne zu sterben. Ja. Normalerweise dauert das eine ganze Weile, durch so Dornen drüber zu kommen. Ja,
kennt mich ja, wenn ich Ori spiele, aber hier geht es jetzt irgendwie. Gut, vielleicht haben wir auch jetzt ein bisschen mehr Übung und Fingerskills und Pfotenskills in meinem Fall. Von Ori 1. Oh, ein echter Fangzahn von Hole. Jetzt wird niemand mehr an Moki dem Mutigen zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Oh, wir kriegen was. Gorlek-Erz, du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Oh. Okay, Nebenquest abgeschlossen. Oh, okay, das ist interessant. Das ist was ganz Neues. Wenn wir jetzt die Charaktere nochmal ansprechen, dann sagen die uns dann immer wieder das Gleiche, wenn wir nichts Neues mehr kommen. Aber das ist was Neues. Erz einsammeln. Kann man hier was bauen? Dann irgendwann oder irgendwas? Ich bin jetzt richtig neugierig. Weil in Ori 1 sind wir ja nie anderen Charakteren begegnet. Immer nur Gegnern. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann das nächste Mal weiter. So, das war der erste Teil von Ori and the Will of the Wisps. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann lasst gerne eine Pfote nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss.